Ich hatte in der Vorbesprechung hat man mir gesagt, und solange die auszählen, musst du mit denen irgendwas besprechen, mach ein kurzes Gespräch mit denen. Und weil ein deutscher Hochschullehrer ansonsten nichts zu tun hat, hat er noch schnell noch das Kommunalwahlprogramm gelesen, um richtige Fragen stellen zu können. Ich bin aber eigentlich zu dem Schluss gekommen, wenn ich mir den Slogan angucke, gerecht gemeinsam Gelsenkirchen, könnten wir eigentlich auch mal darüber sprechen. Heike, wofür steht gerecht aus deiner Sicht? Ist an. Ist an, ja, danke. Ja, also ich glaube, für Genossinnen und Genossen ist das klar. Gerecht zieht sich sozusagen, ist eine Grundhaltung, die sich durch unser Wahlprogramm durchzieht und kann man eigentlich daran deutlich machen, wenn wir sagen, gerecht muss es zugehen, dann heißt es zum einen, dass jedem Kind, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, der Zugang zu einer guten Bildung und einer Förderung möglich sein muss. Und unter Bildung verstehen wir dann nicht nur Schulbildung, sondern auch kulturelle Bildung, sportliche Bildung. Das ist gerecht. Gerecht ist aber auch, da darf ruhig geklatscht werden, ja. Gerecht ist aber auch, dass alle Generationen zu ihrem Recht kommen. Und ich glaube, auch das ist ein Markenzeichen für uns hier, dass wir sozusagen alle Generationen im Blick haben. Und das, glaube ich, ist genauso wichtig. Und wir können das gerecht auch nochmal auf Stadtentwicklung sagen. Ich glaube, in der Rede von unserem Oberbürgermeister ist deutlich geworden, es geht hier nicht um ein Entweder-Oder, also Stärken von Cities oder Stadtteilen, sondern es geht um beides. Wir müssen uns insgesamt entwickeln und es ist klar, da kommt der Süden genauso dran wie der Norden und die Mitte. Das ist, glaube ich, wichtig, das ist gerecht. Wir haben sie alle im Blick und so wollen wir Politik auch die nächsten 6 Jahre gestalten. Das dritte Wort oder das zweite Wort wäre dann Gelsenkirchen. Das ist eine relativ bekloppte Idee, Frank Baranowski zu fragen, was fällt dir zu Gelsenkirchen ein? Halbe Stunde. Ja, wir gehen da schon mal raus. Ich öffne dir das Bier. Meine Frage war eigentlich, ich habe mir überlegt, wenn die Wahl so ausgeht, wie wir sie uns alle wünschen, was macht Frank Baranowski am 26. Mai? Dann habe ich gesagt, um 10 Uhr. Dann hat mir der persönliche Referent gesagt, so eine blöde Frage kann doch nur ein Hochschullehrer stellen, weil um 10 Uhr arbeiten wir schon seit 2 Stunden. Genau. Also was macht Frank Baranowski am 26. Mai um 8 Uhr? Er sagt, bitte nicht frühstücken. Montags morgens um 8 Uhr sitze ich, weil es wichtig ist, sich auch mit der Fraktion und der Politik abzustimmen. Montags morgens um 8 Uhr unterhalte ich mich in der Regel mit Klaus Hertel über das, was in der Woche anliegt, weil montags nachmittags tagt die SPD-Ratsfraktion und das hilft. Das hat auch die Vergangenheit der Gelsenkirchener SPD gezeigt. Es hilft, wenn es ein gutes Einvernehmen zwischen Oberbürgermeister und Fraktionsvorsitzenden gibt. Wir haben in Gelsenkirchen lange Jahre, Klaus Bußfeld ist ja dabei, der könnte aus dem Nähkästchen berichten, lange Jahre leidvolle Erfahrung damit gehabt, dass sich der Oberbürgermeister und der Fraktionsvorsitzende bekriegt haben. Das ist alles Vergangenheit. Also wir stimmen uns darüber ab, was ist wichtig, was passiert in der Woche, in der Fraktion, was erwartet die Fraktion vom Oberbürgermeister. Und was erwartet der Oberbürgermeister von der Fraktion? Er sagt gerade, was erwartet der Oberbürgermeister von der Fraktion? Nur das Beste. Und das ist in der Regel montags morgens um 8 Uhr. Das ist auch so ein Stück weit Gelsenkirchener Modell, oder? Ja, ich habe bei einer Umfrage, die die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik auf Landesebene mal gemacht hat, eine Analyse, eine wissenschaftliche Analyse. Wie ist das Verhältnis eigentlich zwischen Fraktionsvorsitzenden der Mehrheitsfraktion und einem Oberbürgermeister oder Hauptverwaltungsbeamten, dass in 75% aller Fälle es knirscht und der eine sich von dem anderen und der andere sich von dem einen über den Tisch gezogen fühlt. Und Gelsenkirchen war das positive Gegenbeispiel, wo das nicht der Fall ist. Und ich finde, damit können wir auch gerne ein bisschen Werbung außerhalb der Stadtgrenzen machen, dass es auch anders geht. Genau. Ich fürchte, Klaus ahnt schon, was ich ihn gleich fragen werde. Was fällt dir denn zu gemeinsam ein? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Wir verstehen uns gut und deshalb hat er schon das gesagt bei gemeinsam, was ich hätte sagen können, müssen oder wie auch immer, weil mir ja diese Befragung auch nicht
verheimlicht werden konnte, weil ich von anderen Kollegen gefragt wurde, sag mal, stimmt das, bei euch läuft das so gut? Und dann habe ich gesagt, ja sicher, deshalb haben wir auch eine absolute Mehrheit geholt. Und letztendlich ist es so, und deshalb baue ich das gemeinsam, Karl-Martin, ein klein wenig anders auf. Ich fange jetzt nicht mit der Partei an, ich fange nicht mit unserem Oberbürgermeister an, sondern ich fange mal damit an, wie wir Politik insgesamt betrieben haben. Frank hat es in seiner Rede vorhin genannt, 6 von 8 Haushalte sind mit breitester Mehrheit im Rat der Stadt besprochen worden. Gemeinsamkeit nutzt natürlich nichts in einer Partei, wenn die Partei nicht insgesamt, und ich gehe jetzt schon wieder über Fraktionen und Oberbürgermeister hinaus, gemeinsam die Ziele verfolgt, sich gemeinsam nach außen darstellt und auch nicht sagt, ach, der ist ja eigentlich dumm oder der ist, das sieht ja total verkehrt, ich sehe das anders. Und das ist nicht, weil wir uns da verbiegen, sondern wir fällen unsere Entscheidungen gemeinsam, wir diskutieren und wir sagen dann, so und so läuft es. Und dann klappt es, und jetzt bin ich wieder bei der Bevölkerung, Karl-Martin, dass wir Präventionsräte haben, dass wir Gebietsbeiräte haben, wo die Bevölkerung überall in den Stadtentwicklungsgebieten mitgenommen wird, dass wir ZWA-Gruppen haben, wo die auch ernst genommen werden, wo die sich ernst fühlen. Das klappt nur, wenn die bestimmende Partei, wenn diese Partei, der tragende Oberbürgermeister, eben zusammen mit allen als Mannschaft auftritt, wenn nicht nur ein Fraktionsvorsitzender und ein Oberbürgermeister ein Team ist, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen, sondern wenn die Mannschaft da ist. Und jetzt sage ich wieder was, weg vom Frank, hin zu meiner Fraktion, wenn ich das so sagen darf, ich bin der Fraktionsvorsitzender, auch das ist eine Mannschaft. Ich kenne Zeiten, ich bin seit 1984 Stadtverordneter, manchmal kann ich mich erschrecken, dass da 30 Jahre sind, die wie der Fluch vorbeigingen, nicht wie der Fluch vom Fluch, sondern wie der Flug, ne? Fliegen. Ja, ja. Und es ging so schnell vorbei und da gab es bei der Wahl, der Oberbürgermeister wurde ja damals aus der Mitte des Rates gewählt, weniger Stimmen für den, als die SPD-Fraktion Mitglieder hatte und auch Anwesende im Rat der Stadt hatten. Das gab es ja auch mal. Es gab bei Sachentscheidungen häufig, dass Stimmen fehlten. Das kenne ich nicht. Seit 1999 haben wir es geschafft, diese Fraktion wieder zusammenzuschweißen. Und ich will auch die anderen Bereiche nicht vergessen, die Bezirksvertretungen, die ja letztendlich in den kleineren Maßnahmen, in den kleinteiligen Maßnahmen vor Ort entscheidend sind. Auch da sieht man, wir sind eine Mannschaft. Und da ist dann auch wieder die Partei mit dabei, weil ja Bezirksvertretungen nicht Teil der SPD-Ratsfraktion sind. Sind zwar die Bezirksbürgermeister, Entschuldigung, sind mit dabei und die Fraktionsvorsitzenden, aber ansonsten klappt es immer wieder, dass wir gemeinsam für unsere Ziele da stehen und insofern kann man sagen, wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft, wir sind eine Mannschaft mit den Bezirksvertretungen insgesamt und ich glaube, das ist einer der riesigen Stärken in der Konstellation, die jetzt auch wieder zur Wahl steht. Vielen Dank. Jetzt war so viel die Rede von Mannschaft. Die gucken wir uns jetzt an. Kommt ihr bitte nach vorne. Am besten nutzt ihr diese Treppe. Die ist gesichert. Nicht, dass noch jemand zu Schaden kommt.
Jetzt machen wir die Runde komplett. Martina hat das Wahlergebnis. Ja, jetzt wird's spannend. Von 167 abgegebenen Stimmen votierten 161 mit Ja, 4 Nein-Stimmen. Der Vollständigkeit halber nochmal, 4 Nein-Stimmen, eine Enthaltung und eine ungültige Stimme waren dabei. Das macht in Prozent 96,4% Zustimmung. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Ja, lieber Frank, uns fehlte noch einer an der Mannschaft, an dem Team, nämlich die Nummer 1. Hier ist ja zwar keine Rückennummer, aber mit dem Bombenergebnis ist unstreitig, dass du die Nummer 1 bist und ich darf dir dieses Trikot geben. Jetzt haben wir eigentlich fast alles geklärt. Es kommt noch eine kleine Klitzekleinigkeit. Ich musste eigentlich Herrn Baranowski fragen, ob er die Wahl annimmt. Du hast ein T-Shirt, du musst das sonst wieder ausziehen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, nach 10 Jahren so ein Ergebnis zu bekommen, das ist schon eine großartige Sache, weil in 10 Jahren Oberbürgermeister, da tritt man ja auch mal dem einen oder anderen auf den Fuß und kommt dem einen oder anderen Wunsch mal nicht nach. Und dann so ein Ergebnis zu kriegen, das ist schon ein ganz toller, großartiger Vertrauensbeweis. Und wie kann man anders als bei einem solchen Vertrauensbeweis eine Wahl, kann man dann nur annehmen. Vielen Dank für das Vertrauen. Und jetzt geht's los.